drehe doch heute tatsächlich mal ein Video im Bett. Und es war gar nicht geplant, sondern es ist total spontan. Weil ich bin aufgewacht mit einem Thema im Kopf, das ich gerade nicht loslassen kann. Und ja, wo ich einfach total spüre, dass ich gerade das als Video aufnehmen soll. Das Thema habe ich auf meiner langen, langen Liste der Vlog-Themen schon länger stehen. Tja, und tatsächlich ist jetzt mitten in der Nacht wohl die Zeit, wo ich es aufnehmen soll. Und zwar geht es darum, dass die meisten Eltern irgendwie gar nicht wissen, was sie da eigentlich für eine Verantwortung haben. Ich möchte in diesem Video gar keine Erziehungstipps geben oder so, da wäre ich auch ohne Kind in der falschen Position. Ich möchte eher dafür sensibilisieren und bewusst machen, ja, was man da eigentlich vor sich hat, wen man da vor sich hat. Und ich möchte auch nicht alle Eltern über einen Kamm scheren. Es gibt auch viele Eltern, die ihren Job ganz, ganz, ganz wundervoll machen. Aber es gibt halt auch viele, die sich da gar nicht wirklich die Gedanken machen. Oder die in einem Kind ja gar nicht das sehen, was es ist. Moment. Kinder sind unglaublich energiefühlige Wesen. Kinder haben noch nicht diese ganzen Filter und Begrenzungen wie wir als Erwachsene. Kinder bekommen unglaublich viel mit. Viel mehr als wir denken. So zum Beispiel, wenn die Eltern sich viel streiten, dann bekommen das Kinder ganz deutlich mit. Auch wenn die Eltern sich nur nachts streiten oder versuchen sich leise zu streiten. Kinder sind auch sehr hellhörig. Und sie nehmen einfach auch diese Energie wahr und dass die Energie verkrampft ist, nicht fließen kann, dass da irgendwas nicht stimmt. Bei mir zum Beispiel war es so, dass ich meine Eltern lange nicht getrennt haben wegen mir und sich erst getrennt haben, als ich ausgezogen bin. Und viele Jahre habe ich mir gewünscht, sie würden sich endlich trennen, weil es war kein Zustand. Es war nicht mehr schön zu Hause. Man hat alles mitbekommen, man hat drunter gelitten als Kind. Und ja, irgendwie, ich krieg mit, dass viele Erwachsene irgendwie meinen, dass ja Kinder naiv sind und eben nicht so viel mitbekommen. Aber viele Eltern ja sehen ihr Kind auch als irgendwie Erwachsenen an in gewisser Hinsicht. Also einerseits sehen sie es als Kind und schreiben ihm irgendwie wenig Rechte zu oder denken, es kriegt nicht besonders viel hin. Weiß nicht, wie ich das gerade ausdrücken soll. Aber andererseits sehen sie das Kind dann auch wieder als Erwachsenen an. Zum Beispiel, wenn es einen Fehler macht, dann bekomme ich es wirklich immer wieder mit, dass dann die Leute denken, dass dieses Kind das wirklich mit Absicht gemacht hat oder mit wirklich Berechnung, mit völligem Bewusstsein, was es da tut. Ja, und ich glaube, dass es sehr schlimm sein kann, das Kind dann so zu behandeln. Ich habe vor ein paar Jahren eine Freundschaft beendet, weil ich es einfach nicht mehr mit ansehen konnte, wie das Kind behandelt wurde. Ich habe doch immer wieder versucht, irgendwie ein bisschen einzugreifen oder ja, zu sensibilisieren dafür, was eigentlich dem Kind angetan wird, aber es war fruchtlos. Und ich habe irgendwann echt schlaflose Nächte gehabt. Der Sohn durfte quasi fast nichts. Es war für ihn wie ein Minenfeld zu Hause, also bei jeder Bewegung wurde er ständig wieder angeschrien und zusammengefaltet und das war ein ganz, ganz schlimmes Terrorregime zu Hause und er konnte eigentlich gar nichts wirklich richtig machen
Und selbst kleinste Fehler wurden richtig dann schlimm, mit sehr lauter Stimme bestraft und alles. Und ich wette, dass dieses Kind in einigen Jahren als Erwachsener ganz, 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 ganz viele Probleme haben wird mit sich selbst. Und ja, in meiner täglichen Arbeit mit Menschen sehe ich so oft, dass wenn die Eltern einfach mal gemerkt hätten, was für eine Verantwortung sie da haben, wenn sie gemerkt hätten, wie wichtig es ist, mit einem Kind auch sensibel umzugehen, ihm zu sagen, dass es ein toller Mensch ist, dass es ganz viel richtig macht, dass sie stolz sind, dass sie es lieben, ja. Wenn das viel mehr durchgekommen wäre, dann hätte ich viel weniger zu tun. Das ist bei mir so, dass die Kindheit sehr, sehr viele Grundsteine gelegt hat für das, was später kam. Und das ist bei ganz vielen anderen Menschen so, dass sie ihre, ja, Probleme nicht hätten, wenn in der Kindheit nicht wirklich viel falsch gemacht worden wäre. Und manchmal muss man gar nicht so viel falsch machen. Es reicht auch, wenn man eine Sache vielleicht durchgängig falsch macht. Also ich finde wirklich, Kindererziehung ist etwas, worüber man sich richtig Gedanken machen sollte. Wo man sich selbst auch hinterfragen sollte immer wieder. Und wo es wirklich wichtig ist, dass es dem Kind gut geht. Natürlich kann man ein Kind auch mal bestrafen und ihm Grenzen aufzeigen, ja. Aber alles in Maßen und nur da, wo es auch wirklich richtig ist. Ich kann mein Kind nicht wegen jedem Mist anschreien. Ja, dann hat es ja auch immer gar keinen Bezug mehr dazu. Okay, was ist jetzt eigentlich wirklich schlimm und was nicht? Und ja, ich meine, spätestens wenn ein Kind mal auf die heiße Herdplatte gefasst hat, dann weiß es, dass sie heiß ist. Ja, so hat man ja bei mir irgendwie in der Kindheit auch immer gesagt. Ich wünschte wirklich, die Menschen würden auf ihre Kinder wieder mehr eingehen. Sehen, dass es eben keine Wesen sind, die etwas extra Gemeines machen. Und wenn die Kinder irgendwann so weit sind, dass sie tatsächlich etwas absichtlich Gemeines machen oder auch sagen, dass ihre Eltern hassen, ja, spätestens dann sollte man sich wirklich mal hinsetzen und darüber nachdenken, okay, warum? Warum macht mein Kind das? Und da sollte man in allererster Linie mal bei sich selbst anfangen, den Grund zu suchen. Gebt euren Kindern wirklich ganz viel Liebe. Sagt ihnen bitte, dass ihr stolz auf sie seid. Freut euch über Kleinigkeiten, über schöne Dinge. Gebt euren Kindern das Gefühl, dass sie ein ganz wunderbarer, geliebter Mensch sind. Und seid, ja, kein Mensch für euer Kind, vor dem es Angst hat. Seid eine Bezugsperson. Jemand, der es gut und ehrlich meint. Und seid so auch zu eurem inneren Kind. Und zeigt ihm, dass ihr es liebt. Liebt euch und liebt andere. Ich denke an euch und wünsche euch noch eine gute Nacht.